Das ist doch ein schlechter Witz, oh Mann. Der Nudelsalat für morgen ist fertig. Ich glaube, ich esse noch was. Nein. Ich nehme auch was. Was? Nudelsalat? Ja. Aber mit Mayonnaise ist der gemacht. Jo, passt. Ach, da redet er mit dir da hinten. Ah, okay. Ja, dann komm mal rüber. Bier habe ich da. Können wir schon mal reinfeiern. Dürfte nicht so weit sein von Bayern bis nach Hessen. Nö. 3 Stunden. Echt jetzt? Ich dachte, das wären jetzt irgendwie mehr. Ja, das kommt ganz drauf an, wo in Hessen, weil so klein ist es auch nicht. Debra. Also bis Kassel brauche ich 4 Stunden. Das ist. Ja, genau, und Debra ist in der Nähe von Kassel. Ja, okay, ja, dann sagen wir mal 4,5, geht trotzdem. Reifen. Also jetzt bekomme ich gerade wieder Teile ohne Ende, aber die, was ich natürlich sowieso schon habe. Ja, seid froh, da können sie demnächst schon nicht mehr kommen. Weil es gibt keine Teile doppelt, ja. Gibt's nicht. Aber so langsam würde ich dann doch ganz gerne mal dieses eine verfickte Teil haben wollen. Und ich werde mit dir, wenn ich das Steuergerät bekomme, bekomme ich 49. Ach ja, nee, Schmarrn, es gibt Teile doppelt, aber nur Bronze, Silber und Gold. Da hat die nicht. So, ist richtig. So, noch dreimal fahre ich das Ding hier und dann probiere ich es mal nochmal. Die letzte Story Mission, ne? Ja, gib Gas, du wirst es doch wohl langsam schaffen hier. Ja. Oh Mann. Na ja, gut, ich sehe schwarz für meinen Teil. Warum? Ja, weil ich nicht glaube, dass ich das jetzt in der nächsten Zeit bekomme. Ich hab das im Urin. Na gut. Das Gute ist ja, PvP geht auch nicht an. Ja, ne? Das ist heute alles richtig praktisch. Aufhängen gewonnen. Danke, brauche ich nicht. Das ist cool. Geil. Beschleunigungsbonus? Ach komm, machen wir auch noch. Die Karre, die schwimmt so, weil ich die nur auf Beschleunigung und Tempo habe. Also im Geradeausfahren ist die top. Ne. Super. Da muss schon wieder der Kerl ran, um das Gurkenkleid aufzumachen. Boah! Die war dann! Warte mal. Ja, das war gerade ein bisschen fest im Zug. Boah! Ey, ohne Scheiß, was ist denn das für ein scheiß Gurkenkleid? Mit dem Messer oder Deckel? Hochheben? Die mit dem Messer. Achso, ja, das wäre doch zu einfach. Oh Mann. Das geht so nicht. So, jetzt probiere ich es mal nochmal. Stech mit dem Messer oben rein, fertig. Oh. Achso, ja, sie will es wieder zumachen. Ja, geht trotzdem mit dem Messer, also hier zwischen Glas und Deckelrand. Da unten runter. Mit dem Messer rein, dann hier das Messer kippen. Ah, bei sowas habe ich immer so ein Talent. Ja, gut, wenn du billig Messer hast, bringst du. Die einfache Variante ist ja einfach nur einmal gegen die Tischkante hauen. Nur da habe ich auch so ein Talent für. Da habe ich dann das Glas in der Hand. Ohne Inhalt. Also nur Glas.
Das ist mir damals bei der WM, ich glaube, das war 2008 passiert. Habe ich mit einem Kumpel angestoßen und auf einmal hatte ich nur noch die Scherben in der Hand von meiner Bierflasche. Ja, es gibt ja so ein paar Mal wie Maßkrieg und sowas. Das hat mir. So hat es ja nicht wehgetan. Außer halt da, ab dann, wo ich wieder nüchtern war. Dann war das nicht so schön. Ich bin auch schon mal, da bin ich mit einem Kumpel, wollte ich jemanden besuchen. Und es ging so einen richtig beschissenen Berg hoch. Ich bin den kompletten Berg mit einer Bierflasche runtergerollt, die Bierflasche war ganz, ne? Ich war total happy und dachte mir jetzt aber so, ne, nochmal hoch gehe ich nicht, gehe ich nach Hause, hab ein schönes Bier für unterwegs, ja. Ich stehe auf und das Bier fällt mir aus den Händen, weißt du? Das war assi, vor allem das werde ich nicht vergessen, das war der Tag, an dem ich meinen bösen Onkelschall noch verloren habe beim Berg runterrollen. Boah, ich weiß gar nicht, was mit mir abgefuckt hat. Oh Mann, ey. Ja, da war ich noch jung und naiv. Ich brauchte das Geld, da war Upsi Pan schon noch sehenswert. Ach du Scheiße. Okay, so ein paar Jahre näher. Ja. Ja, stimmt doch. Ja, jetzt mittlerweile läuft ja immer nur noch dasselbe. Krieg, komm, gib mir mein Teil. Es gibt zwar nicht, wie lange ich jetzt schon in den 3 Punkten da bin. Also nicht nur heute, sondern auch gestern. Ja. Und das mit dem PvP, ja, PvP-Dienst habe ich immer noch. Ich glaube, ich schließe das nochmal gut. Achso, ich kann es gerade gar nicht schließen, weil sobald ich auf Dreieck gehe. Ah, hier. Ja, das ist doch nicht mehr normal hier. So, jetzt aber, komm schon. Gold, fickt euch. Nächste Medaille. Also bei mir steht immer. Hä? Bei mir steht immer noch hier PvP-Dienst nicht erreichbar. Lüll? Oh, jetzt läuft aber die Zeit schon mal weiter. Ich habe gerade noch mal neu gemacht. Also jetzt scheint es wenigstens zu suchen. Okay. Ich glaube aber immer noch nicht dran. Ich glaube, das wird heute nicht mit PvP. Ach, sauberes Fahren, dann kriegst du ja Bonuspunkte. Auch bin ich dämlich. Oh, zum Glück habe ich gerade das jetzt ausgesehen. Oh. Lass mich raten, dass bestimmt ein paar Gegner weggecheckt oder so. Ja. Gerade eben aus hätte ich einen Laster rein, aber das wird jetzt gerade egal, weil ich bin gut unterwegs. Und schon wieder ein Aufkleber. Oh, ich kann diesen Scheiß schaffen. Nein. Ich hab gerade den richtigen Winkel, dass ich nicht mal mehr lenken brauche. So. Jupp. Kein Nitro an nix und dann brauche ich nicht mehr lenken, dann fährt er geradeaus durch. Gold, Yippie. Sauberes Fahren, wow, 22. Okay, jetzt. Nein! Jetzt bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Oh fuck. Aber trotzdem Platin passt.
Noch ein kleines Stück. Ich weiß echt nicht, was du da anders fahren könntest. Vielleicht wirklich gar kein Auto erwischen. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los. Ja, das Problem ist, dass sind zwei beschissene Kurven. Mit scheiß viel Verkehr, also wirklich scheiß viel Verkehr. Steuergerät, Stufe 49. Ihr wollt mich alle verarschen, ne? Plus 1, Tatsache! Alter, kriegst du es jetzt dann? Das ist doch wirklich. Dann, irgendwann. Nö. Jetzt kann ich erstmal die verschiedenen Steuergeräte auf Stufe 49 noch gewinnen. Ja gut, aber dann müsst ihr extrem viel Pech haben. Ich sag dazu nichts. Ich meine, ich hatte davor schon ein plus 0 Teil. Aufhängen, ja toll, Pause. Ich dachte, ich hatte jetzt kurz einen Moment von Freude und dann habe ich nur eine kurze Spiel. Muss ich gerade auf den Schluss hin nochmal einen erwischen. Noch ein Block oder so. Yeah, Argentinien-Flagge. Glaube ich. Nee, warte mal. Blau-weiß gestreift mit vier roten Sternen in der Mitte. Was ist denn das? Argentinien ist ja nur blau-weiß mit so einem komischen Grünchen da, oder? Nee, Argentinien hat eine Sonne. Richtig. Und blau-weiß geschleift. Genau. Okay, wir sind fast da. Keine Ahnung. Detlefhausen? Nee, kann nicht sein. Durch die Stadt zum in einem Detlefhausen, die sieht fast so aus wie die Bayern München Flagge mit den Sternen. Genau. In der Zeit hätte ich sogar schon Crota alleine gekillt, ohne zu sterben. Das wäre jetzt mittlerweile durchaus möglich. Ja, aber da habe ich auch so ein Talent, dass ich irgendwas vergesse oder falsch mache. Alter! Weißt du, das Problem ist, wenn es drauf ankommt. Mache ich so, baue ich immer irgendwelche Scheiße, aber wenn es eigentlich egal ist, just for fun, spiele ich eigentlich relativ gut. Aber sobald ich irgendwas haben will, da versau ich es am laufenden Band. Ja, kenne ich. Sag mir, geht auch voll die Puppe, sogar so, dass ich alle 5 Minuten hier spätestens die Hände trocken legen musste, im Schweiß. Das Problem ist, nee. Bis eben hatte ich keinen Hunger. Jetzt weiß ich, dass Nudelsalat im Haus ist. Ey, fick dich, das besser kannst du wohl nicht fahren. 87 Punkte. Ey, die wollen mich verarschen. Ne, ich mache jetzt hier die Straßenkarre auf Maximum. Fertig ist. So, Arschlecken. Mein Gott. Wie viel fehlt denn noch? Was? Für ein Maximum. Ich bin jetzt 1126, also einiges. No. Ja gut, sagen wir mal 1200. Das reicht locker. Dann soll ich es aber locker schaffen.
Scheiße. Vergiss nicht. Gewinn das Rennen, damit wir die Sieg. Die haben es geschafft, dass ich meinen schönen Camaro mit Assassin's Creed Look nicht mehr sehen kann. Und der sieht geil aus. Ehrlich, dann gehe ich lieber in der Zeit Minecraft Smart gefahren. Ich brauche nur noch 30 Stück für die Trophy. Aber da gab es doch auch so einen Trick, da kannst du doch in der Tutorial-Welt bei dem Händler da irgendwie, ne? Ja, musst Autosave deaktivieren, dann gehst du zum Händler, beziehungsweise zu der Truhe davor, holst das Papier raus, gehst du zum Händler, tauschst das Papier um in Smaragd, gehst du raus aus dem Spiel, ohne zu speichern, und das gleiche nochmal von vorne. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Das ein paar Mal, dann hast du es. Ich glaube, die werde ich auch so machen, weil... Ich werde zwar sowieso weiterhin spielen, aber das würde ja ewig dauern, 30 Smaragde da zu finden. Jupp. Das höchste auf dem PC war bei mir bis jetzt, ich glaube, 8 Stück oder so. Und auf PC habe ich einiges an Stunden investiert. Aha. Das dauert auch ewig. Spanien-Flagge. Yeah. Vergiss nicht. Gewinn das Rennen, damit wir die Sieg. Komm schon, bitte, seid doch mal gnädig. Bitte, bitte. Oder macht wenigstens, das wäre noch geiler, macht wenigstens PvP. Oh ja. Ich schätze mittlerweile, wird das meine letzte Trophy werden. Ja, ne, weil es wird ja nie voll. Und wenn es voll wird, hast du zwei Rennen und dann gehen alle Spacken wieder raus. Das war doch egal, beim nächsten Mal bleib ich drin. Das tue ich mir nicht mehr an. Ja klar, zur Not, selbst wenn wir dann nur noch zu zweit drin sind, dann fahren wir das halt zu zweit. Richtig. Ist ja Boogie. Muss einfach nur hier halt nur Spiele machen. Aber ich glaube, dann musst du halt echt sogar Cuts bei deinen Videos einsetzen. Weil du kannst ja nicht sagen, dass du jetzt in einer Folge ein PvP-Rennen hast und dann sehen die Leute, wie wir 10 Minuten versuchen, die Leute zu unterhalten. Das geht auch nicht. Nee, mach ja Cut. Dann. Das gleiche habe ich ja jetzt auch bei dem WWE, ne? Mit den Online-Matches habe ich auch gecuttet, weil das geht gar nicht. Sonst. Ja, klar. Das habe ich aber dann auch hier, das ist immer so gesagt. Dann bei der jeweiligen Folgen. Ja, das ist aber also ich glaube, da sagt jeder, dass es okay ist, weil es will keiner sehen, wie man 2-3 Minuten auf einen Gegner wartet. Richtig. Und vor allem, und hier will man bestimmt auch nicht sehen, dass du in einer Folge ein Rennen machst und 10 Minuten nur dumm laberst und dann in der nächsten Folge wieder dasselbe. Das geht einfach nicht. Richtig, genau. Und du kannst dich jede Folge Let's Kaffee kanzeln. Also mittlerweile kommen bei mir keine Meldung mehr von wegen hier online, offline, online, offline. Also immer der gleiche, ne? Also scheint's... Also bei mir ist jetzt die Zeit bei 3 Minuten 18. Ja, bei mir auch. Also scheint's gerade wieder stabil zu laufen. Wie gesagt, ich sehe keine online, offline mehr. Nur online, das war's. Aber offline nicht mehr. Und es sind so Freaks, die sind auch Platin aus. Also, die gehen nicht offline. Aber ich bin schon richtig spannend jetzt auf Need for Speed, ey. Habe ich heute schon überlegt, so, soll ich schon anfangen? Habe ich extra nochmal die Trophäen angeguckt, das ist sowas von easy going. Also. Ja, wenn du Bock drauf hast, machst du das. Ja, das Problem ist, ich muss so scheiß viele Trophy-Tipps machen. Das dauert mindestens 14 Stunden lang nur die Nachbearbeitung für die Videos, ohne jetzt zu rendern und online zu stellen.
Ja, und die 14 Stunden muss ich erstmal haben. Ja. Mach's dir ganz einfach. Du zeigst halt immer auch, wie du die Trophy bekommen hast, Tumpler. Machst du einen Cut, zeigst das Video, sagst, bevor das losgeht, sagst du hier so, guckst du, machst du, Platin, fertig. Genau. Guckst du, machst du Trophy. So haben wir's. Ja, wenn's so einfach wäre. Steuergerät geworden, aber jetzt kommt. Bling, Schrauberkönig, endlich! Na also. Junge! Mei, oh mei. Das hat ja gedauert. Das war ne... Ey, ohne Scheiß, ne? Ja, aber ungefähr von der Seite genau so lange, wie ich gebraucht habe. Also gesagt, 6 Stunden. Ja, aber ich habe so lange gebraucht für knapp nur 20 Punkte. Ja, okay. So. Aber im Endeffekt hätte ich dann auch meinen Ford nehmen können, weil der ist bei 1044. Tja, du, bei mir ging es auch nur schneller, weil ich ja die ganze Scheiße gekauft habe, ne? Die Aufkleber und sowas. Ja. Ach, ich sehe gerade, mein Königstypstar ist ja aus Schweden. Ja. So, jetzt bitte nochmal was mit plus 10 oder so. Schon Schuhe 46 schon. Plus 11, nice, nehme ich auch. Ja, auf jeden Fall. Bin nicht so, plus 10 hätte zwar gereicht, aber ich meine, plus 11, ja gut. Wenn sie meinen. Boah, aber nur ausnahmsweise, aber nur. Endlich, und das, oh. Ich dachte sogar schon, dass das nur so eine billige Bronze ist, weißt du, und dann kommt jetzt nochmal so ein Schuss. Ja, bei mir kommt gerade die Meldung, dass ein Controllerball leer ist. Fuck, ruhig ich einmal mal wieder nicht hin, ne, wie voller ist beim Einschalten von der Playstation. Ja, leg dir doch einfach immer ein Loch direkt in die Schnauze. Das ist ja doch auch machbar. Ein Loch, die